Okay, müsste bald ankommen. Müsste bald ankommen. Kann man ja mal hier oben weiterschauen. Im Gefechtsland. So. Dann würde ich sagen, ihr geht mal da drauf. Und wir hoffen mal, dass die Leute nicht zu nah an diesen Gefechtsturm vorbeilaufen. So. Kannst dich platt machen. Wunderbar. Können wir hier noch nach oben gehen? Piraten greifen euer Schiff an. Soldaten sind ausgebildet. Haben die das Werkzeug mitgenommen? Nein, haben sie nicht. Es sind einfach nur Bullies, ganz ehrlich. Das sind keine Leute, die irgendwie Sachen klauen oder so. Was? Die fahren rum ohne Sinn und Verstand und greifen uns einfach an. Ohne Sinn und Verstand. So. Das heißt hier Feuerwehr. Da war noch eine. Freibeuter lauern euch auf. Okay, tschüss. Ganz ehrlich. Verdient. So verdient. Dankeschön. Wie gesagt, ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht alle meine Schiffe, meine kleinen Schiffe, durch so große Kampfschiffe ersetze und dann dieser ganzen Piratenplage endlich mal ein Ende bereite. Das ist, soweit ich weiß, übrigens auch die nächste Karte. So. Da drüben gibt's eigentlich gar keine Einzugsgebiete mehr. Ich verstehe nicht, warum der... vielleicht sollte ich mal da unten noch ein paar Kanoniere einpacken. Achso, der ist ja fertig. Eine Einheit wurde ausgebildet. Super, der ist auch noch fertig. Dann würde ich euch mal sagen, bitte hier einsteigen. Bitte hier einsteigen. Und dann fahren wir die nächsten Leute nach oben. Dann würde ich sagen, machen wir mal ein paar Türme platt, oder? Weil, ganz ehrlich, ich habe langsam den Hals voll oder den Rand dicke oder wie auch immer man das sagen möchte. So, hier. So, wir gehen hier nach oben. Ich sagte hier nach oben. Dass die Pisser immer so nah an diesen Türmen vorbeilaufen müssen. Okay, ist mir gerade egal. Du gehst dahin. Wirtschaft. Leute müssen nicht saufen. Alkohol ist nicht gut. Perfekt. Okay.
Schiff wurde repariert. Sehr schön. Dann setzt du dich wieder mitten in die Straße. So. Und dann kannst du hier dahin. Perfekt. Der Nachschub ist da. Okay, so, das da war platt, das da war platt. Erzeugen die Türme auch Reichweite? Ich dachte, das sind diese Marktplätze. Das müsste ich eigentlich mal gucken. Moment, das wollte ich gerade hier hingehen, da wollte ich hin. Gehen wir mal hier hin. Dafür bräuchte ich noch zwei Kanonen, die ich nicht habe. Habe ich jetzt eigentlich... Ja, habe ich. Wunderbar. Kann ich dich wieder anmachen? Kann ich dich wieder anmachen? Kann ich dich wieder anmachen? Also sie haben ein Einzugsgebiet. Okay, aber ich dachte nicht, dass sie Reichweite erzeugen. So, das klappt ja gerade wieder super, muss ich sagen. Komm, Turm, geh kaputt. Super. Okay, machen wir hier noch den platt und den platt. Wie gesagt, ich verstehe nicht. Also Marktplätze hat er keine mehr. Das ist der letzte Marktplatz, den er hat. Ah, toll. Maximal mich ärgern, ne? So, und ich komme an die Dinger ja auch nicht von außen ran. Das kann ich natürlich mal probieren. Ob ich das schaffe, wenn ich da hinfahre. Also die Schaffarm schaffe ich. So, du kannst eigentlich wieder heimfahren. Ah, wir brauchen noch zwei Kanonen. Also Werkzeugschmiede brauchen wir eigentlich gerade nicht. Timpatim. So, zack, zack. So, dich können wir plätten. Dich können wir plätten. Dich können wir plätten. Können wir hier mal schauen. Wie gesagt, das mit diesem Kriegsdingsbums finde ich ein bisschen latent nervig. Weil ich meine, gerade für so Geschütztürme brauchst du Kanoniere. Also
Für Gebäude sind Kanoniere einfach das Beste und dass der dann einfach ewig endlos diese bescheuerten Geschütztürme nachbaut. Ich meine, okay. Ist klar, ich meine, ist ja seine Verteidigungsart. Aber es ist trotzdem leicht nervig. Was ich jetzt natürlich machen kann, ist, ich kann hier auf der Insel kolonisieren. So, du kannst eigentlich auch mal den da platt machen. Pom 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 pom. Pom 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 pom. So, da unten. Die sind noch nicht bereit, ne? Die sind noch nicht bereit, weil sie keine Kanonen haben. Das ist unser momentanes Problem, dass wir keine Kanonen haben. So, und während du dann hier bist, wie schaut es mit Stoffen aus? Das ist eigentlich super. Können wir dich reparieren? Eigentlich ist es auch gar nicht so schlecht, weil wir dann bloß noch drauf warten müssen. Ein Schiff wurde repariert. Dass wir die Kanonen bekommen. Die Leute sind ausgebildet, wir müssen bloß noch Kanonen bekommen. Und eigentlich haben wir doch schon wieder Tonnenkanonen. So, einen müsste ja jetzt fertig sein. So. Ihr hier. Neue Soldaten sind verfügbar. So, das Einzige, was ich mir jetzt gerade überlege, ist... wie formuliere ich denn das oder wie sage ich das? Ich überlege mir gerade, ob ich meine Schiffskanonen nicht abgebe, damit ich schneller die Kanoniere bekomme. Piraten greifen euer Schiff an! So, wieder mal ein Schiff zum Reparieren. Hier könnten wir übrigens Gold abbauen. Fällt mir gerade auf. Oder ein, oder wie auch immer. Das könnten wir mal machen. So, dich wollen wir reparieren. Das da ist mir gerade egal. Und du bist einfach stehen geblieben, du Honk. Meine Fresse. So, du kannst raus. Die anderen bauen noch Kanonen. Da hat er schon wieder einen Marktplatz gebaut. Soldaten sind ausgebildet. So, du darfst hier rein. Du darfst dahin. Und dann hier rein. Wie wir hier mal machen könnten, wir Einkauf sagen und ich würde gerne Kanonen kaufen. Ich habe zwar Kanonenschmiederei, aber das läuft irgendwie nicht so schnell, wie ich das gerne hätte. Dum, dum, dum. Mann! Oh, es tut mir leid. Der Ton war jetzt wieder die ganze Zeit totale Grütze. So.
Ich glaube, ich komme wirklich von da drüben. Weil ich will keine Hindernisse im Weg haben. Das Blöde ist, wenn man Hindernisse im Weg hat, dann laufen die Soldaten immer so bescheuert. Schiffsreparatur beendet. Bescheuert. So. Du schützt wieder die Straße hier. So, und bei dir kann man wieder sagen, ja, mach mal. Brauchen immer noch Kanonen. Lager ist voll. Lebensmittel sind voll. Ist das alles toll? Neue Soldaten sind verfügbar. Ich müsste echt mal gucken, wo ich noch Erze habe. Da drüben. Aber da komme ich ja nicht hin. Weil... Dings. Und hier habe ich nur Gold. Da hatte ich eine Erzmine, die ist ja eingestürzt. Hier habe ich gar nichts. Oder ich hatte auch mal eine, die eingestürzt ist. So, wir schauen mal. Nö. Voll witzig, ne? Der Typ hat mir Krieg angeboten, obwohl er schon am Ende war. Den hat er wieder aufgebaut, den hat er wieder aufgebaut. Wieso nicht den da? Ach, wegen den da oben. Okay, das heißt, ich muss ihm quasi die Wirtschaftsbetriebe abrotzen. Nee. Ich werde ihm die Türme platt machen. Aber, okay, die Aussage ist, wenn er keine Betriebe hat, dann lohnt es sich für ihn nicht. Eine Einheit wurde ausgebildet. Sehr schön. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Ja, wie oft willst du mir das noch sagen? Ich weiß es. Das war Absicht. Pure Absicht. Ich bin auch gerade am Überlegen. Ob eine feindliche Übernahme nicht besser wäre. Das probieren wir jetzt mal. Also ich denke, ihr versteht, was ich meine. So. Zack. 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 Dann fahren wir mal... von mir aus hier hin. Genau. Und dann müssten diese Türme... Dann müssten diese Türme ja entweder in meinen Besitz übergehen... oder verfallen, weil es ja nicht sein Hoheitsgebiet ist. Die Sau gibt nicht auf, ey. Also so scheiße kann es ihm noch nicht gehen. Neue Soldaten sind verfügbar. Super. Hat er weggemacht?